Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Leiden Sie unter starken Regelbeschwerden? Dann ist das Video sehr interessant für Sie. Herzlich willkommen, Daniel Hertig und Robert Kaczynski. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, mein Frauenthema. Also genau. Auch die Frauen sind willkommen, auch denen möchten wir helfen. Ja. Oder beziehungsweise ihr, ich bin kein Therapeut. Ja, ja. Bei den Regelbeschwerden, also Regeln, das als solches ist ja ein natürlicher Prozess. Ja. Beschwerden fällt mir jetzt so ein, das ist wahrscheinlich unnatürlicher Prozess. Mhm. Also ich gehe jetzt mal davon aus, jetzt nach der Logik, es sollten eigentlich keine Beschwerden eintreten. Exakt. Dann wäre jetzt eigentlich meine Frage, warum treten Beschwerden überhaupt auf? Genau. Also man muss ja auch immer sagen, sitzen drei Männer in der Runde und unterhalten sich über Regelbeschwerden. So könnte auch irgendwie ein schlechter Witz losgehen. Also es ist ja eigentlich schon ungewöhnlich, dass wir drei als Männer so ein Thema besprechen müssen. Warum tun wir es? Weil es einfach so wahnsinnig relevant ist und von anderer Seite keine Lösungen da sind. Das heißt, wir kümmern uns ja um alle kinetologisch getesteten Probleme oder Stoffwechselprobleme und da zählt das auch mit zu. Warum ist es so erschreckend? Weil, du hast es richtig gesagt, die Regel, die Periode ist ja eigentlich etwas Natürliches. Also sollte es da ja keine Beschwerden geben. Wir reden heute von Begriffen wie PMS, also einfach, ja, da sind einfach irgendwelche Schmerzen vor der Regel, das ist dann normal, da wird dann ein Name gegeben und fertig. Was für mich immer wieder so erschreckend ist, es wird als völlig normal angesehen. Wenn ich in meiner Anamnese die Kunden Frage, egal welches Alter, 90% mindestens geben irgendwelche Beschwerden an. Und das kann sein, einfach sehr starke Regel an Menge Blut, sehr lange Regel, völlig unregelmäßige Regel, Schmerzen vorher, währenddessen, nachher. Also es ist schon ungewöhnlich, wenn eine Frau auf die Frage sagt, ja alles normal, keine Probleme, keine Schmerzen, regelmäßig. Und das ist doch unfassbar, weil wie du sagst, das ist ja wie wenn jemand auf die Frage, wie ist die Verdauung, so, ja, ja, 10-mal am Tag, aber das ist ja normal. Nee, das ist nicht normal. Oder, ja, alle 10 Tage gehe ich auf Toilette. Da wird ja auch niemand sagen, ja, das ist normal. Da muss man sich drum kümmern. Aber die Regelbeschwerden werden immer als normal wahrgenommen. Ach, jetzt hab dich nicht so, das hat doch jede Frau. Und da muss ich ganz klar sagen, als Mann, nein, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, dass eine Frau 10 Tage blutet oder dass eine Frau vorher Schmerzen hat, währenddessen oder nachher. Das hat immer eine Ursache. Aber wo kommt das her? Und das sind natürlich unfassbar viele Möglichkeiten. Eine ganz große Ursache ist, dass die Antibabypille verschrieben wird, wie andere Gummibärchen verschreiben. Ja, nehmen Sie doch mal die. Ach, die tut Ihnen nicht gut? Ja, dann nehmen Sie doch mal die. Das Hormonsystem einer Frau wie eines Mannes ist ein extrem fein abgeregelter Regelkreislauf. Auch der Mann hat letztendlich eine hormonelle Periode, das darf man nicht vergessen. Nur die Schwankungen sind so minimal und so gering, dass man es nicht merkt. Aber bei Frauen ist das Ganze natürlich in einer ganz anderen Größe da. Das heißt, wenn man in diesen Regelkreislauf jetzt eingreift, sei es sowas wie mit der Antibabypille, die ja teilweise für 12-Jährige schon verschrieben wird, dann hat das wahnsinnige Folgen. Wir können es ja kinesiologisch testen. Ich habe nicht wenige Klienten, die Pille abgesetzt haben und ich getestet habe, dass es 3 bis 5 Jahre braucht, bis der Körper sich wieder reguliert, wenn überhaupt. Und das sind junge Menschen, das sind Menschen Anfang, Mitte 20, nicht irgendwie um die 40 rum. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, weil wir gar nicht einschätzen können, was wird daraus noch alles entstehen und kommen. Und der nächste Faktor ist, jedes Medikament wird ja im Normalfall an Männern getestet. Klassischer Mann, 80 Kilo, 1,80 Meter groß. Warum? Weil es vergleichbar ist. Wir müssen in der Studie Vergleichbarkeit herstellen. Wenn man das mit 100 Frauen macht, die eine hat dann ihren Zyklus, die anderen dann, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Deswegen nimmt man für fast alle Medikamente Männer. Aber da fängt es doch schon an. Eine Frau braucht eine andere Dosis und vielleicht ein anderes Medikament als ein Mann. Das heißt, das ist meines Erachtens eine ganz große Ursache. Aber es gibt natürlich auch Folgeerscheinungen. Es gibt sowas wie den Begriff Endometriose, also eine Wucherung der Gebärmutterschleimhaut. Auch das hat ja eine Ursache. Es gibt Myome, also Wuchung in der Muskelschleimhaut des Uterus, der Gebärmutter. Es gibt eine riesige Anzahl an möglichen Ursachen, die am Ende aber alle dasselbe Symptom haben. PMS, also ganz klar gesagt, Regelbeschwerden. Und wir sitzen hier, weil wir aufmerksam machen wollen, dass solche komplexen Probleme natürlich auch eine sehr differenzierte Betrachtung brauchen. Und die können wir darstellen mit unserer kinesiologischen Testung. Und wir haben eben zahlreiche Lösungen. Aber was letztendlich die richtige Lösung ist, das kommt natürlich immer auf die kinesiologische Testung. Daniel, wie kann ich das jetzt lösen? Oder anders gefragt, gibt es Lösungen von vielen Frauen, die als in diesem Beispiel die Antibabypille genommen haben und haben wahrscheinlich Nebenwirkungen gespürt. Haben wir da Möglichkeiten, um den Frauen zu helfen? Ja und nein.
Oder? Wir müssen das individualisieren. Also das heißt, es kommt auf die Pille an und wir haben natürlich keinen Einfluss auf die Wahl der Pille. Also das heißt, es ist ein Frauenarzt oder eine Frauenärztin, die das verschreibt. Wir können dann immer nur sagen, hören Sie, Ihre Pille ist vielleicht nicht ideal. Wir müssen mal testen, ob wir eine andere bekommen. Und da ist die Bereitschaft von der Seite der Klientin oft nicht so groß, weil die Frauenärztin natürlich sagt, jetzt sind Sie gut eingestellt, jetzt wollen wir nichts ändern. Also haben wir dort nicht direkt eine Möglichkeit. Das heißt, wir sind ja immer ein bisschen abhängig vom Medikament, das sie nimmt, wenn wir wirklich ein Problem haben wegen dem Medikament und haben keinen direkten Einfluss darauf. Also haben wir da völlig unterschiedliche Situationen und müssen mit der gegebenen Situation in vielen Fällen arbeiten. Das heißt, wir haben eine Vorgabe von einem Medikament, das von vornherein riesige Probleme machen kann, nicht unbedingt immer muss, aber machen kann. Und weil jede Frau individuell wieder anders mit dem Medikament umgeht, das heißt, jedes Medikament hat ein bisschen andere Wirkung und es auch wieder individuell anders reagiert, müssen wir kinesiologisch testen, wie können wir darauf Einfluss nehmen. In den seltensten Fällen müssen wir etwas mit den Hormonen selbst tun, weil das schon so stark gesteuert ist, dass wir da keinen Einfluss nehmen können. Das heißt, wir müssen hingehen und sagen, wir möchten auf zwei Ebenen arbeiten. Einerseits auf der Informationsebene. Das heißt, wir geben dem Körper die Chance, sich selber wieder neu zu regulieren, also einzuregulieren mit der Medikation, das heißt mit der Medikation weitermachen, weil solange es für die Frauen kein gescheiteres Mittel gibt oder für die Männer kein Mittel, wo sie das alles unterbinden können, damit nicht immer die Frauen darunter leiden, solange müssen wir da versuchen, eine Lösung zu finden. Die zweite Ebene ist mit Stoffwechselthemen natürlich hinzugehen und sagen, wo können wir hingehen mit den Stoffwechselprodukten und austesten. Und langfristig müssen wir noch Erfahrung sammeln. Das haben wir noch nicht. Das für Sie ist das die Nanocampomatte zu wenig lange auf dem Markt, weil das natürlich die Nanocampomatte in solchen Regulationsmechanismen ganz anders wirkt. Wir haben also noch nicht die Erfahrung, wir können das zwar kinesiologisch testen, aber wir haben noch nicht die Langzeiterfahrung, wie wir den Körper stärken können, weil das wieder komplett individuell ist. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Nanocampo nehmen, müssen wir für jede Frau innerhalb der gleichen Medikation testen, was sie denn ganz speziell, sie, nur sie, für eine Frequenz braucht, um ihr Hormon wieder auszugleichen, damit ihre Regelblutung wieder richtig kommt. Das heißt, wir müssen alles auf die Person und auf das Medikament einstellen, damit wir wieder die Frequenz finden, damit sie keine unregelmäßige Blutung hat. Also das ist unglaublich kompliziert, aber machbar. Aber wir können heute in der Fernsehsendung nicht behaupten, dass wir es schon schaffen, weil da ist noch viel Arbeit. Aber wir sind dran und wir werden sicher in diesem Bereich noch Lösungen anbieten können, weil wir ja wissen, alles ist Schwingung. Also heißt das, wir müssen rausfinden, welches Medikament bei welcher Person macht welche Ursache innerhalb des Körpers, mit welchen Frequenzen können wir das bremsen und wieder sauber in eine Harmonie bringen. Gibt es also neben der Antibabypille auch andere Ursachen, die diese Regelbeschwerden verursachen können? Selbstverständlich, also da hat es natürlich ganz viele. Wir gehen davon aus, dass 95% der Fälle haben natürlich über die Östrogenzufuhr haben ein Problem. Ganz wenige nehmen ja dann die Progesteronpille. Das ist in den seltensten Fällen haben wir da Probleme, aber die müssen sie einmal durchgehend nehmen. Die haben gar keine Periode mehr, die haben dann andere Themen. Das ist natürlich das, was die Ärzte dann auch machen. Aber wir arbeiten natürlich dann mit den 5%, die keine Pille nehmen und trotzdem ein Regelproblem haben, arbeiten wir natürlich ganz anders. Das ist völlig klar. Also da haben wir ganz eine andere Situation. Bei denen, die die Pille nehmen, da ist es ein Zusatz zu der ganzen Therapie. Und das ist komplett individuell. Mhm.
so individuell wie die Lösungen, Felix? Exakt. Also letztendlich, Daniel sagt es ja, mit der Nano-Campo-Matte werden wir ganz zielgerichtet spezifisch mit dem Medikament zusammenarbeiten können. Bisher muss ich aber auch sagen, haben wir schon viele Fälle lösen können, wo wir einfach mit den bisherigen Mitteln arbeiten. Das heißt, wir nutzen gewisse Stoffwechselkomplexmittel, um den Körper trotzdem zu unterstützen. Es ist klar, dass es es nicht so ursächlich lösen kann, wie wir es mit der Nano-Campo können, aber wir können trotzdem vielen Frauen helfen, da mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Oder sei es auch mit anderen Geräten, wie jetzt einem Repulsgerät, was lokal bei einer Unterenergie einzusetzen ist. Das ist immer wieder mal ein Thema, wo einfach ein oder beide Eierstöcke im Darm oder auch in der Gebärmutter einfach Energie fehlt. Oder natürlich mittels frequenzspezifischen Mikrostrom zu arbeiten, wenn auf organischer Ebene ein Problem ist. Es ist ja häufig so, in der Tiefe ist es dann die Pille, die Hormone, was auch immer. Aber der Hauptgrund am Ende, warum die Blutung so problematisch ist, ist dann ein doch fassbares Problem. Ich gebe mal verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, es kann sein, dass es was in den Eierstöcken nicht passt. Es kann sein, dass in der Gebärmutter eine Unterenergie ist oder sich eben Steinhautwuchungen oder Muskelwuchungen bilden. Das sind alles Themen, die wir mit dem Mikrostrom bisher sehr gut behandeln können. Es gibt aber auch den Fall, hatten wir auch schon häufiger, um auf diese Kategorie einzugehen, Frauen, die Regelprobleme haben, aber gar keine Pille nehmen, hatten wir immer wieder auch den Fall, dass Darmentzündungen, gerade zum Beispiel am Sigma, das Sigma ist eines der letzten Teile des Dickdarms, was etwa unten links liegt, rein anatomisch sehr nah am linken Eierstock, was, wenn dort eine Entzündung entsteht, was auch wieder zig Ursachen haben kann, rein über das Fasziensystem dort natürlich ein Zug entsteht, dieser Zug sich auf den Eierstock überträgt, damit auch auf die Gebärmutter und damit über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte Probleme entstehen. Und jetzt kann man an der Gebärmutter und am Eierstock so viel behandeln, wie man möchte. Die Ursache ist rein stofflich gesehen, rein materiell gesehen, ganz woanders. Nämlich zum Beispiel dann im Sigma oder insgesamt gesagt im Darm. Also auch da muss man dran denken, es muss nicht unbedingt heißen, dass jetzt Frauen, die keine Pille nehmen und trotzdem Regelbeschwerden haben, dass an Gebärmutter oder Eierstock die Ursache liegt. Man muss auch da weiterdenken, dafür sind wir ja da, dafür testen wir. Sei es jetzt, dass das hormonell irgendwas nicht stimmt, über die Nebenniere zum Beispiel, oder sei es eben, dass dort lokal, wo anatomisch es sehr nah ist, am Darm irgendwas nicht stimmt. Das sind alles schon Dinge, die es schon gab, wo wir diesen Frauen helfen konnten und können. Aber es ist natürlich klar, an Genauigkeit, an Individualität kommt das alles nicht an die Nano-Campo ran. Aber trotzdem haben wir schon sehr, sehr vielen Frauen helfen können. Aber wie Daniel sagt, es ist eine sehr diffizile Geschichte. Wir machen die Sendung nicht, um zu sagen, wir haben sie, die Wunderpille, nur das nehmen und dann ist hier das Problem gelöst. Es dauert, selbst wenn wir die richtige Ursache finden und behandeln, oft Monate, bis es wieder in Kreislauf kommt. Aber man muss sagen, das Problem ist ja häufig schon an anderer Stelle. Die wenigsten vertragen ja die Pille wirklich, das spüren sie ja. Wie viele Frauen gibt es, die sagen, ja, mit der Pille habe ich 10 Kilo zugenommen, depressive Verstimmung gehabt, meine Verdauung ist eingeschlafen und meine Haut hat gelitten. Das ist ja auch ganz, ganz viel. Das heißt, die Bereitschaft ist ja häufig da zu sagen, ich will die eigentlich gar nicht, aber wenn man sie jahrelang genommen hat und dann absetzt, heißt es nicht, dass das Problem gelöst ist. Und dann braucht es eben Unterstützung, sei es auf Stoffwechselebene mit speziellen Präparaten, sei es mit Geräten wie dem Repuls oder dem frequenzspezifischen Mikrostrom oder natürlich, ich sag mal, der Königsdisziplin mit der Nano-Campo, wo wir ganz speziell individuell getestete, programmierte Programme schaffen können für jede Frau, für jede Pille letztendlich auch, um das System da zu unterstützen. Also ganz viel ist möglich, aber der Inhalt dieser Sendung soll auch sein, dasselbe Symptom, Regelbeschwerden, kann so unfassbar viele Ursachen haben. Eine ganz große haben wir genannt mit der Antibabypille, aber auch außerhalb dieser Pille gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Und dafür braucht es einfach, sage ich mal, wenn wir uns da so in den Foren stellen dürfen, Experten wie uns, die hunderte, tausende Klienten schon kinesiologisch getestet haben. Weil meines Erachtens, aus meiner Erfahrung, ohne das Mittel der Kinesiologie zur Diagnostik, sehe ich keine Chance, wie man hinter die wirkliche Ursache kommen kann. Dann kann man symptomatisch ein bisschen dies verbessern, das verbessern. Aber wir wollen ja nicht symptomatisch irgendwas verbessern, sondern wir wollen das Problem lösen. Ich sag mal, es bringt ja nichts, wenn wir dem Symptom jetzt ein rosa Tütü anziehen und sagen, schau mal, ist ja schon ein bisschen besser geworden. Ja, darum geht es doch nicht. Es geht darum, die Ursache zu finden und die zu lösen. Weil das aber so komplex ist, passiert es eben nur ganz selten. Also ich denke, viele Frauen sind jetzt gefragt und haben jetzt die Möglichkeit, weil die Komplexität so hoch ist und die Problematik so ungewiss, sich einfach testen zu lassen. Wo kann man das? Was kostet es? Am einfachsten finden Sie das unter www.selbergesundwerden.com. Dort können Sie sich besagten kinesiologischen Test
buchen. Das heißt, das geht über die Distanz. Sie füllen einen detaillierten Anamnesebogen aus und schicken ein Foto. Das Ganze kostet dann nur 30 Euro und Sie bekommen ein schriftliches Mail mit der Beratung. Sie können auch eine telefonische Beratung wünschen, wo wir natürlich live am Telefon mit Ihnen sprechen und alle Fragen beantworten. Oder, letzte Möglichkeit, in ein kinesiologisches Resonanzzentrum zu kommen und dort sich testen zu lassen, live vor Ort. Dort kann man natürlich auch nochmal mehr auf die Fragen eingehen und tiefer sprechen. Die Qualität der Testung tut es nicht zur Sache. Es ist völlig egal für die Therapeuten, die testen, ob sie jetzt live vor Ort da sind oder über Distanz, so schwierig das zu verstehen ist. Es geht nur darum, dass man natürlich live vor Ort im Dialog stehen kann und das geht über die Distanz nicht. Aber wir wollen damit einfach die Möglichkeit schaffen, dass jeder von überall aus sich testen lassen kann und wir zumindest eine Zweitmeinung, eine Beratung geben können und sagen, schau mal, bei dir individuell ist das und das das Problem und das wäre die Lösung. Danke euch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, lieber Robert. Liebe Klientinnen, Sie hören, das Problem ist häufig viel diffiziler. Auch wir haben nicht die Wunderpille, aber wir haben zum einen mit der Kinesiologie eine tolle Möglichkeit, erstmal hinter das Problem schauen zu können, die Ursache zu finden und zu erfassen und mit Lösungen wie der NanoCampo, aber auch, wie erwähnt, vielen anderen Geräten und Produkten, haben wir sehr große Chancen, auch Ihr Problem in den Griff zu bekommen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.